Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier ist die Shelia Stevens. Heute im Gespräch mit der wunderbaren Marlene Fuchs. Es geht um die Erfahrung, die Marlene gemacht hat in unserem Totally Human Online-Programm, was wir gerade alle als Gruppe absolviert haben. Marlene, du bist nicht kalt losgestartet in unser Programm. Viele sind da reingestolpert, nachdem sie in unserem Online-Kongress waren und dort was gesehen haben und berührt wurden von den Sprechern und ihren Stories. Du bist schon eine Weile länger auf dem Parkett sozusagen, diesem Verständnis namens den drei Prinzipien, worum es sich auch in dem Online-Programm dreht. Wie bist du überhaupt in den Genuss von diesem Verständnis gekommen? Ich war vor einem halben Jahr, ein bisschen mehr, drei Vierteljahr, ging es mir gar nicht gut. Also ich war krankgeschrieben wegen einer Depression und war wirklich an einem echten Tiefpunkt angelangt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so war früher. Ich hatte schon Phasen von Traurigkeit oder Selbstzweifeln und so weiter und so fort. Aber so, dass ich wirklich Tage hatte, wo ich dachte, ich keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Das war schon was Intensives, ja. Wie bin ich dazu gekommen? Eine Freundin hat mir Lea empfohlen, eigentlich für meine Tochter, für ein Berufungscoaching für Jugendliche. Und ich habe meine Tochter da bei ihr angemeldet und ich habe ihren Newsletter abonniert gehabt. Und Lea hat in dem Newsletter halt, was sie gesehen hat, über die drei Prinzipien geteilt. Für das neue Jahr hat sie eine Einladung gemacht im Salon und da ging es darum, Gewohnheiten, lästige oder unangenehme Gewohnheiten zu ändern. Und ich bin dann dabei gewesen, habe da schon etwas gehört, was mich interessiert hat. Habe Lea ein Mail geschickt in Bezug auch auf die Depression und sie hat mir dann Videolinks geschickt und ich habe die dann geschaut. Da ging es einfach los mit den Erkenntnissen für mich. Jedes Mal habe ich etwas Neues gesehen, etwas Neues verstanden. Die, die mir jetzt wirklich am stärksten in Erinnerung sind über das Muttersein, über sich Sorgen. Das hat mir wirklich große Hilfe, also es hat mir wie die Augen geöffnet in Bezug auf meine Kinder und mich. Und es ging eigentlich von einem Moment auf den anderen, also im Februar, wusste ich, also meine damalige begleitende Psychologin dachte noch im Januar, ich muss mich anmelden bei der Invalidenversicherung, weil man weiß ja nicht, ob ich nicht doch dann nie mehr arbeiten kann. Und ich wusste, das stimmt nicht, die Aussage, aber ich wusste noch nicht, wie sehr es nicht stimmt. Von Marlene müsst ihr wissen, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, ich habe sie in den 6 Wochen des Online-Programms, wo ich dich das erste Mal so richtig begegnet bin, als die tiefst geerdetste, ruhigste, fröhlichste, lebensfreudige Person. Mhm. Und es überrascht mich sehr. Und es überrascht mich wiederum gar nicht, dass du da warst und jetzt hier. Mhm. Weil einmal zurechtgerückt im Innen und verstehen, wie der Mensch funktioniert und wie Gedanken funktionieren etc. Mhm. Die Dinge verändern sich. Das ist lebensverändernd, aber in dem Sinn, dass eben das Leben sich nicht wirklich verändert, aber wie ich es empfinde oder wie ich im Leben stehe oder meine Haltung oder mein Gefühl fürs Leben oder mein Sein im Leben. Ja. Das ist wirklich phänomenal. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. 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 So, was hat dich da in das Programm reingerufen? Also ich war ja am Kongress dabei und schon da, ich meine, wenn ich Leute über ihre Erfahrungen mit den drei Prinzipien sprechen höre, ich habe da beim Kongress schon gemerkt, diese Gedanken, die uns da herunterziehen und mit denen wir uns jahrelang herumschlagen, sage ich jetzt mal, die sind gar nicht so exklusiv. Ja. Die wiederholen sich in vielen Leben und gleichzeitig eben durch
das, was die anderen berichten, wie sie es sehen, habe ich wieder noch mal mehr gesehen. Es dreht sich ja eigentlich immer ein bisschen um dasselbe, aber trotzdem sehe ich es noch mal anders. Es ist wie, als würde ich das Leben als Kugel mit seinen verschiedenen Facetten und dann schaue ich mal da rein und mal da und dann vielleicht da wieder, aber ein bisschen tiefer. Und so ist es auch beim Totally Jung-Programm für mich gewesen. Das Schöne an dem Programm ist halt zusätzlich, dass man in der Gruppe austauscht, in der großen und in der kleinen. Man begleitet sich so gegenseitig darin zu sehen, ja. Als wäre man vielleicht auf einer Wanderung und jemand sieht was und sagt, schau mal. Ja. Wirklich die Verbundenheit in der Gruppe fand ich auch phänomenal, weil es ja, wir haben ja Zoom-Meetings gehabt. Das ist ziemlich magic, muss ich sagen. Ich merke sie jetzt auch, wenn ich mit dir spreche. Wenn wir auf die Essenz schauen, dann spüren wir sie und wir spüren gleichzeitig, dass wir beide diese Essenz sind. Und das macht irgendwie die Verbindung. Ja. Was würdest du jemand sagen, der oder die über diesen Weg mit uns irgendwie gestolpert ist und bei uns gelandet ist und von diesem Programm hört und die vielleicht auch irgendein Lebensthema haben? Muss nicht Depression sein, es kann was anderes sein, einfach etwas. Wir haben alle unsere Struggles. Was würdest du denen sagen, warum es sich lohnt, da weiter in die Richtung zu schauen, auch in das Programm zu kommen? Herauszufinden, dass man nicht immer eine Antwort hat und sich trotzdem total gut damit fühlen. Das Leben in seiner Fülle, wirklich in seiner Fülle. Gegroundet sein, egal was ist. Wissen, dass man immer in der Sicherheit ist, dass man dieses Pseudo, wie soll ich sagen, Sicherheitsgefühl, das auf Planung und Kontrolle beruht, dass man das nicht braucht. Dass die Sicherheit ganz woanders liegt, in mir drin und in dir drin und in der Person, die vielleicht was hört schon. Ganz subtil. Und das macht so viel einfacher. Ist egal, du brauchst keine Depression, um es gut zu finden. Ja. Ja, wirklich nicht. Es geht auch gut, ohne was zu sehen, meine ich jetzt, oder? Was zu sehen mit den drei Prinzipien, ja. Vielen, vielen Dank, Marlene, für dein Sein und für das Hiersein heute. Für deine Liebe, die du so ausstrahlst. Heute wie in den 6 Wochen. Und ich freue mich auf den weiteren Weg mit dir. Ja. Vielen Dank auch alle, die zugehört haben heute. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.